Hallo, hier ist Python. Ich möchte gerne die Splatoon Base mit euch teilen. Das hier ist nämlich tatsächlich die größte offizielle Splatoon-Webseite, die wir momentan überhaupt haben. Kommt aus Japan. Tatsächlich aus Japan. Ist auch eine japanische Domain. Link natürlich ganz oben in der Beschreibung zu finden. Ihr sollt euch das ja auch selber anschauen. Aber wie gesagt, tatsächlich eine japanische Webseite mit englischer Übersetzung, größtenteils. Also es gibt hier noch einen Abschnitt zu Splatoon 3, wenn man ein bisschen scrollt. Und diese Passage ist wirklich nicht übersetzt. Aber diese ganze Base hier, Infos zur Story, Charaktere, Welt, Fashion, wo auch die Waffen aufgelistet sind, das ist alles auch in Englisch verfügbar. Ich habe es ausprobiert, noch in Deutsch zu übersetzen. Das geht tatsächlich teilweise auch. Dieser Abschnitt zu Splatoon 3 hat bei mir gar nicht funktioniert mit dem Google-Übersetzer. Wenn es jemand von euch geschafft hat, dann bitte Bescheid sagen. Bei mir blieb da einfach nur eine weiße Seite, nachdem ich versucht habe, es da reinzuhauen. Da ist man nicht so weit gekommen, aber ansonsten, wie hier wirklich Englisch verfügbar, hier unten rechts sieht man die Spracheinstellung, muss mal kurz verschwinden. Genau, also hier unten rechts kann man zwischen Japanisch und Englisch wählen. Es sollte bei euch automatisch von Anfang an auf Englisch sein, ansonsten wisst ihr Bescheid, dass ihr hier nach hier unten rechts müsst. Da ist der Button, um dann Englisch zu finden. Hole ich mich mal wieder zurück. So, und dann wirklich absolut cool. Ich würde das Ganze nicht mit euch teilen, wenn ich nicht davon begeistert wäre. Also es ist wirklich die Webseite, um sich hier vor Splatoon 3, was ja wirklich auf dem Vormarsch ist, nochmal einen Überblick über das Splatoon-Universum zu schaffen. Ihr habt zum Beispiel die Waffen. Hier sind alle Waffenklassen nochmal aufgeführt, die es dann auch in Splatoon 3 geben wird. Fehlen nur die neuen Bogenwaffen, ist wahrscheinlich die 10. Klasse dann, wo hier noch Platz für wäre. Ansonsten könnt ihr wirklich zum Beispiel die Sniper nochmal angucken. Habt hier Bildmaterial nochmal gut beschrieben, wie die Waffenklasse an sich funktioniert. Das dann zu jeder Klasse. Dann habt ihr eben schon gesehen, dass hier unter, das heißt ja auch Fashion erstmal und nicht Waffen. Darunter habe ich die Waffen gefunden, aber auch Klamotten könnt ihr euch da nochmal genauer anschauen. Spielen in Splatoon ja auch eher eine sehr wichtige Rolle. Zu der Welt habt ihr hier dann nochmal viele Infos zu den einzelnen Gebäuden, was was ist und was es für einen Sinn hat. Hier Charaktere, wirklich jeder nochmal aufgelistet mit ne super genaueren Infos, wenn ihr dann nochmal da drauf schaut, ne, die verschiedenen Agents, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, Agent 4, was war da nochmal, kann man dann drauf gehen und wirklich nochmal gut genauere Infos zu kriegen. Und das zu jedem Charakter, der hier in Splatoon vertreten ist. Und was wirklich auch sehr cool ist, also ihr habt hier die Möglichkeit, top, dann kommt ihr immer wieder zur Startseite zurück, da findet ihr dann auch diese Punkte. Was wirklich sehr cool ist, ist der Story-Bereich. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Da habt ihr nochmal wirklich von Anfang an alles aufgelistet, wie in Splatoon die Dinge so zustande gekommen sind. Also hier, wie die Tintenfischwesen überhaupt entstanden sind. Dann weiter in den nächsten Kapiteln hier eine sehr coole Grafik auch. Mit der göttlichen Katze. Katzen spielen ja hier auch wirklich eine große Rolle in Splatoon. Kann man schon so sagen. Kennen wir als Schiedsrichter bei jeder Schlacht. Kann man sich hier auf jeden Fall auch nochmal genauer alles durchlesen, wie die Farbschlachten zustande kommen, ne, dass es die zwei Seiten gibt, die Inklinge und die Oktolinge und warum sie hier diesen Krieg am Laufen haben. Alles sehr, sehr cool. Also ich kann euch nur vor Splatoon 3 jetzt, ist wirklich nicht mehr lange, empfehlen, hier nochmal reinzuschnuppern und euch einen super Überblick zu machen, wie denn in Splatoon die Sachen so laufen. Und dann schauen wir noch einmal hier in den Splatoon 3 Abschnitt rein. Wie gesagt,
Hier, das gibt's alles nur auf Japanisch, aber vielleicht wollt ihr hier auch noch mal stöbern, weil schlecht ist es auch nicht. Ihr habt wirklich hier noch mal die Screenshots von Splatoon 3, die wir bisher haben. Teilweise. Ich habe hier natürlich auch nicht den größten Überblick, weil ich kann auch kein Japanisch, aber es sind auf jeden Fall auch die Videos noch mal hier verfügbar, die es bisher gab und lohnt sich sicherlich auch hier nochmal reinzuschauen, wenn ihr euch nicht eh schon alles angeschaut habt. Aber ansonsten, abgesehen von diesem japanischen Teil, wie gesagt, hier alles wundervoll auf Englisch auch nochmal und Story mit mein Favorit. Und damit hoffe ich, dass ich euch hier nochmal was Interessantes teilen konnte. Ich bin wirklich begeistert hier, werde mir da auch noch länger ein bisschen was anschauen und der Hype zu Splatoon 3 steigt weiterhin. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Splatoon-Basis und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.